Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich eine Flipback gebastelt. Ich habe wirklich fast ausschließlich nur diesen Block hier benutzt. Ich finde ihn richtig schön. Da gibt es auch noch andere Varianten. Und da wollte ich euch jetzt gerne zeigen, wie ich die Flipback damit gebastelt habe. Ich zeige euch einfach mal nur die Back. Ich hoffe, das geht hier, weil ich jetzt selbst gar nicht sehe, was ihr seht. Und das soll einfach so eine kleine Flipback sein. Flipback, Backflip, je nachdem, wie man es nennen möchte, eine Goodie-Tasche. Und zwar habe ich da halt einfach so ein, ja, und zwar ist das so ein Beutel für Bioabfall. Genau, den habe ich einfach hier unten an der Lasche zusammengeklebt, das hier abgeschnitten. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, kann ich euch gerne nochmal verlinken. Und dann habe ich das einfach gefüllt. Hier habe ich ein bisschen abgeschnitten von einem Papier, was ihr schon gesehen habt. Dann habe ich hier noch so kleine Spitzen mit rein, die gibt es auch bei Action. Und dann solche Plastikblumen, die gibt es auch bei Action. Habe da einfach hier diese Blümchen drüber geklebt. Ein bisschen Spitze, weil ich gedacht habe, das passt so zum ganzen Thema. Und dann habt ihr hier so eine kleine Tasche, wenn ihr das einfach so zusammenklappt. Das ist der Boden hier. Den klappt ihr zusammen, hier oben abgeschnitten. Und dann habt ihr hier wie so eine kleine Tasche. Dann ist hier noch auch so ein Stanzteil. Ich fand das richtig passend. Beauty Confidence. Ja, applied directly to your face. Und weil ich halt eben so Masken mit rein habe, habe ich gedacht, das passt. Da habe ich jetzt unter anderem mal diese Maske hier ausgewählt. Ja, einfach weil sie farblich dazu passt. Und dann habe ich noch diese hier ausgewählt. Die gibt es auch aktuell bei Action. Einfach auch, weil sie farblich dazu passt, weil sie super schön aussieht. Und weil es die auch bei Action gibt, die ist jetzt gerade neu reingekommen. Und dann einfach, wenn man eine Maske macht und sich ein bisschen entspannen möchte, habe ich gedacht, passt das, wenn ich da noch einen Tee mit reinmache, hol dir Kraft. Ja, und da habe ich einfach auch so ein Stanzteil genommen, einen Teebeutel, habe dann noch restlich von dem Papier, was noch übrig war, so ein bisschen was drum geklebt, damit es halt dazu passt, damit es schön aussieht, wenn man es so reinsteckt. Und habe noch hier so eine kleine Perle mit dazu. Und dann habe ich noch so eine kleine Klammer hier gebastelt mit dazu, mit solchen Plastikblumen. Das ist einfach eine Wäscheklammer, die habe ich mit Edding-Sprühlack angesprüht, trocknen lassen, damit es halt farblich dazu passt. Kann ich euch mal verlinken, habe ich mir bei Amazon bestellt und habe noch diese Blüten hier mit draufgeklebt, mit Heißklebe, und das finde ich schön. Ja, hat gut dazu gepasst. Dann habe ich hier, ich mache das mal auf die Seite, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, ich habe jetzt aktuell keine andere Möglichkeit, das zu machen, habe ich noch auch, ich glaube, von Action so einen Umschlag genommen mit so rosa und weißen Punkten. Und dann hier Do It For You. Ich dachte, das passt einfach zum Thema mit den Masken. Dann hier noch so eine kleine Plastikblume. Und dann habe ich hier auch noch eine Maske mit reingetan. Ja, farblich passt sie jetzt nicht dazu, aber die ist im Beutel versteckt. Und zwar ist die auch von Action, Alvira Skin Essentials. So eine Maske mit Kokosnusswasser und Mandelöl. Und die habe ich auch schon mal getestet. Die ist richtig schön erfrischend und pflegend. Und die passt da sehr gut in den Beutel rein. Und hier im Hintergrund habe ich dann auch noch so ein Blumenpapier. Ich finde, das ist so ein bisschen retro. Habe ich so ein Blumenpapier noch hingeklebt und dann noch so ein dickes Glitzerteil hier mit so einem, außenrum so einem Kork. Fand ich irgendwie total schön. Und dann noch so ein bisschen so eine aprikotfarbene kleine Blume dazu geklebt. Kann man natürlich auch alles dann abmachen und nochmal verwenden. Man muss das ja so nicht aufheben. Man kann das alles ablösen und dann nochmal zum Basteln verwenden. In die Tüte selbst, ja, habe ich auch ein paar Masken reingepackt. Nicht so viele, lediglich zwei, weil ich hatte nicht so viel da, was jetzt irgendwie da reingepasst hätte. Und ja, dann nur einen Haufen Masken fand ich dann auch irgendwie ein bisschen langweilig. Aber zum einen die hier, die ist jetzt auch neu bei Action. Man könnte gerade meinen, ich werde hier gesponsert, aber nein. Leider nein. Habe ich diese hier noch ausgesucht. Die sieht auch echt mega süß aus mit den Wassermelonenstückchen. Und da hatte ich halt auch noch so ein bisschen was übrig von dem Papier. Und habe ich dann so umgeklappt, einfach so mit rein, damit es halt ein bisschen dazu passt. So ein Kaktusholzding, das gab es auch mal bei Action in so einem Set. Habe ich da noch mit drauf geklebt, ist halt aus Holz, kann man dann auch nochmal abmachen und nochmal verwenden. Ja, hat einfach gepasst, weil ich hier auch noch so Kakteen drauf habe. Ja, fand ich sehr schön.
Und dann habe ich, ja, das ist extra eingepackt, aber weil ich das da hatte, dass diese Folie, das war von einem anderen Bastelset, was ich ausgepackt habe, und dann hatte ich das übrig. Ich hätte das eigentlich weggeschmissen und dann dachte ich, komm, kannst du noch mal hier verwenden. Und zwar ist das auch eine Maske von Action, die gibt es jetzt auch gerade neu und die ist extrem gut. Ich habe mir die 5-6 Mal jetzt sogar gekauft, die ist echt günstig und macht auch richtig was. Die spendet viel Feuchtigkeit, ich finde die extrem gut und passt halt auch wieder. Passt zum Thema. Und dann habe ich hier das gleiche Papier verwendet wie hier im Hintergrund und habe dann noch eine schöne Schleife mit drauf gemacht. Und außerdem habe ich hier noch so ein bisschen gestanzt, den Rand so ein bisschen blumig ausgestanzt. Ja, ein paar Perlchen draufgeklebt, um das schöner zu machen, damit es passt, damit es oben rausguckt und ein bisschen ein Hingucker ist. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Und dann habe ich auf der Rückseite das noch ein bisschen gestaltet, weil das ja eigentlich nur so eine, ja, so eine Tüte ist für Bioabfälle rein oder sowas. Und dann habe ich hier noch von dem schönen Papier Girl Power was genommen und da hatte ich halt, wie gesagt, dann noch diese Reste hier und das habe ich dann auch noch gut verwenden können. Dann habe ich hier noch den Rest von dem Blumenpapier genommen, habe das so ein bisschen mit so einer Effektschere so ein bisschen zurechtgeschnitten. Ist mir eher so mäßig gelungen, aber es geht. Und dann hier Give Yourself Time. Ich fand das einfach total passend mit den Masken und das habe ich so ein bisschen mit so einem, ja, mit so einem Pad, Klebepad erhöht und dann halt hier auch noch mal ein bisschen Spitze entlang geklebt. Die ist richtig gut, die ist nämlich selbstklebend, fand ich echt sehr, sehr schön und ja, ist irgendwie total niedlich, passt. Das mit dem Grün hier ist noch mal ein bisschen Hingucker, hebt sich ein bisschen ab. Mir gefällt das richtig gut, war echt auch einfach zu machen. Mit wenig Aufwand, mit dem einen Block und ein paar Accessoires noch mit dazu. Also wenn ihr jetzt wirklich nur zur Action kommt und dann könnt ihr damit gut auskommen, könnt ihr gut was zusammenbasteln, vielleicht für eine Freundin oder ein Care-Paket oder eine kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag. Also ich fand es richtig schön, auch Muttertag ist natürlich eine Option, so ein Pflegeset. Man kann natürlich auch andere Sachen mit reinmachen, da sind ja den Ideen ja keine Grenzen gesetzt, je nachdem, wem ihr es halt verschenken wollt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Das war jetzt soweit meine Idee dazu. Mit der kleinen Klammer hier auch echt, ja, schön geworden. Gefällt mir richtig gut und das ging auch relativ schnell und ohne viel Aufwand. Ich hoffe, das Video ist was geworden. Also wenn ihr es seht, dann wisst ihr es. Ja, anders habe ich jetzt gerade aktuell nicht die Möglichkeit dafür. Und außerdem bekommen wir gerade eine neue Heizung. Und ich muss jetzt wahrscheinlich auch ziemlich viel schneiden, weil es jetzt ab und zu auch mal richtig laut war. Ja, aber soweit das Video. Das werde ich jetzt alles zusammenpacken und werde es dann auch verschenken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Und bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.